abgerissen. Wels ran. Wenn du? Ja. Mit wo hast du den? Nee, nee. Der tümmelt sich hier auf 10 Meter, der haut nicht ab. Wird immer kleiner sein. Ich glaube, Thomas, wenn der anbeißt, hast du selbst gesagt, du hast den dran gehabt. Der ist ja so abgezischt. Der wäre ja schon längst getümmelt. Der ist wie ein Mini-Atom-U-Boot, aber weg war der. Ja, guck mal, meiner steht ja bei 10 Meter, 8 Meter rum. Das ist der nicht. So ein kleiner Wels ist das. Und du sahst auch die ganze Zeit die weiße dicke Flosse von dem oben. Ja. Das ist echt ärgerlich, dass er die abgebissen ist. Ja, echt schade, dass er die abgerissen hat, den Tag, ey. Tja, was willst du machen? Da könnte er herspringen, Mann. Da ist er, will er. Der schwimmt hier vorne die ganze Zeit rum. Der beißt aber nicht. Du sagst, der beißt auf Mais nur, oder was? Auf, entweder auf Mais oder auf Tigernuss. Da hat der bis jetzt immer gebissen. Okay. Den hat keiner am Haken. Ich habe einen weißen Wels rausgeholt, aber der hat nur 9,4 Kilo. So, wo schwimmt der denn, Thomas? Wo siehst du den denn? Hier vor dir? Vom andersrum, in die andere Ecke musst du dich drehen. Da so, in der Ecke. Ja, da schräg gegenüber. Da war der die ganze Zeit an sich am Tümmeln. So, ja? Ja, da ist der die ganze Zeit rauf, runter geht der. Gucken wir mal. Doch, der Klot hat ihn jetzt dran. Ja, da wäre da was. Den sind einer von uns gefangen. Du hast mit deiner Route dagegen keine Chance. Wie die Absicht. Oh, bis. Oha. Schon im roten Bereich, was das denn? Muss morgen weg oder was? Wie bitte? Achso, ja. Sollte der Schnee morgen noch liegen, dann werde ich mit dem Fahrrad fahren. Wo willst du hin morgen? Einfach, dann fahre ich so einfach durch die Gegend. Ich fahre gerne durch Schnee. So, ja, ist geil. Ich fahre über Schnee gerne Auto. Finde ich voll geil, Mann. Ich bin ja froh, also ich habe jetzt vorgestern erstmal neue Reifen gekauft. Für den Winter jetzt. Wir hatten ja keine. Ja. Rechtzeitig gut, die Dinger, ey. 286 Euro weg, ey. Ja, habe ich jetzt geholt. Als wir das Auto gekauft haben letztes Jahr, hatte der nur Sommerreifen, weißt du? Und ja, scheiße. Denn jetzt Winterreifen kaufen, da musst du wieder Stahlfelgen extra kaufen, dann wieder die Reifen. Nächstes Jahr hätten wir neue Sommerreifen gebraucht, weil die nicht mehr so dolle waren. Ich sage, weißt du was, holst du ganz Wetter, also Alljahresreifen. Oh, 286 Euro, ne? Ach ja, so 600 Kilo Fisch habe ich schon wieder. Was sagst du, Björn? 40 Euro. Ja. Ja, ich habe das noch für 60 geholt.
Herr Süßmann sagte Jens vorhin, ne? Heute Mittag, die wollen im Store 70 Euro für GTA haben und er kriegt ja bei Saturn für 30. Ja, im Store, die sind bescheuert. Der Mediamarkt. Ha? Die im Store sind bescheuert, das ist Sony, Mann. Ja. Genauso wie Assassin's Creed. Gut, jetzt ist es im Angebot für 40 Euro, sonst kostet es hier auch 70. Bei Real kriegst du das für 59 Euro, habe ich auch geholt. Ja, wir müssen ja machen, wenn du PlayStation Plus Abo hast, dann, dass du die Spiele vergünstigt kriegst, weißt du? Ja. Verdienen doch so schon genug Kohle an was. Das auf jeden Fall. Ja, ist ja auch beschiss, weißt du, im Store kostet das 70 Euro und bei Mediamarkt kriegst du 30. Ja, das würde ich gar nicht im Store kaufen, Alter, würde ich mir die CD beim Mediamarkt holen. Macht der auch. Ich hab ja Glück, ich kann die auch mal vorbestellen. Aber wenn du bei GTA vorbestellen? Nein, bei Mediamarkt eigentlich. Das ist doch draußen das Spiel, weiß ich, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich hab einen Mitarbeiter von Mediamarkt. So. Ja. Mal nicht schon mal was. Ja. Boah, bei mir weiß gar nicht. Kann nicht sein, also ich sehe, dass du 19,9 Kilo Fisch gefangen hast. Ich habe auch nicht viel mehr. Nein! Nein, du nicht. Mach mal Controller aus, Junge. Ey, ich hab 9 Kilo. Ja, wieso? Ich hab weniger Fisch wie der. Der hat 19,9 und ich hab 9 Kilo. Solltest du mal vernünftiges Material nehmen, dann geht das auch. Soll ich mal lachen? Ich huste einmal, da fällt so um. Na, hat man das nicht schon in der Schule? Könnt ihr gerne wiederholen, ich habe da kein Problem mit. Wo wolltest du diesmal landen, in welcher Toilettenschüssel? Oh, ich hab was Weißes dran. Ich hab was Weißes dran. Was ist das? Garten. Ich hab auch was. Ein Schuh. Das ist mein Björn. Eine Fischdose. Ey, du wirst lachen. Ich war letztens mit meinen Jungs angeln, hab mich voll gefreut, dass ich einen Biss hab, Alter. Hab so eine scheiß Wasserpflanze geangelt, ey. Ja, das ist mit deinem Haken auch kein Wunder. Ja, aber Thomas, Hauptsache er fängt hier überhaupt was, egal wie klein. Die Masse macht's, damit er sich noch ein paar Sachen kaufen kann. Ey. Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Ja? Erzähl. Wo wir angefangen haben, ja, wir haben mit der scheiß kleinen Ausrüstung, der hat auch die großen rausgekriegt. Ja, vielleicht haben wir das gepatcht. Wir haben aber eine ganze Zeit... Haben wir von Anfang an hier geangelt oder haben wir noch woanders vorher? Wir waren noch auf dem Campingplatz am Angeln die ganze Zeit. Ja, aber er hat den Fehler, er macht das mit seiner blöden Pose. Er soll die scheiß Pose weglassen. Den Schwimmer, du musst auf Grund gehen. Ja, dann sucht immer eine andere Ecke.
Ich habe da vorne an der Bucht immer ganz geil gefangen und an der Steinwand gegenüber. Ja. Wo wir am Anfang immer gesessen haben. Du musst die Angel mal runterhalten, Jens. Und nicht wie so eine, wie so ein Stock in der Luft, das sehen die Fische. Ich habe Ska gefangen. Ska? Ja. Für 14 Kilo ist der ganz schön fett, Alter. Kann man hier, kann ich als Besitzer der Community nicht mal die Dings, irgendwelche Beiträge löschen? Was ist das denn für ein Humbug, Alter? Doch, geht. Dicken, ne? Ja, ich stand da noch mit dem weißen Karpfen, das war ich. Ich war in der Community. Nee, jetzt gerade hier einer gefangen. Ja, ich stand aber vorne auch noch mit meinem Karpfen. Ich habe den noch gar nicht weggedrückt gehabt. Ich hab einen dicken Wels. Ja, gib mal das. Da geht er ab. Das wäre Leo oder Lynx. Jens, der müsste mal so einen dicken Wels an der Angel kriegen.
Na, ich hab gleich schon wieder 23.000 TP-Punkte. Wo siehst du das denn? Was? Wo siehst du das denn? Hab ich den einen Tag auch gehabt, wo ich so 600-700 Kilo hatte. Ach so. Kann, ja, sagen, kann man das jetzt irgendwo sehen oder was? War der geil. Naja, für diese aktuelle Sitzung, was du schon gefangen hast, weißt? Ja. Ja, senk, dass irgendwas jetzt verpeilt habe hier. Aber meiner geht um nur 100 Meter weit weg. Das ist ja gut. Ich hab Brezel gefangen! Ja, bitte? Muss ich gleich gucken. Bis nächstes Jahr irgendwann. Anfang des Jahres irgendwie. So. Bis 16. Februar geht meine noch. Abgerissen, Mann. Ey Thomas, wie machst du das eigentlich, wenn du jetzt einen Fisch dran hast, der anbeißen will, aber dann doch abreißt vorher, ne? Ja. Wirfst du dann neu aus oder lässt du drin? Bleibt der Köder dran oder wie? Oder? Köder bleibt dran, ich lasse die liegen. Okay. Ich würde mir die Angewohnheit, die dann 1-200 Euro zu werfen, wenn der hier irgendwie... Ja, mein Wels ist jetzt bei Jens. Ich sehe noch gar nichts vom Wels, ey. Da der hier, der weiße da, ja, oder der dunkle? Ne, der dicke schwarze da. Puma oder Linz, ne? Leo da, ne? Ja, jetzt so weit, Kevin. Genau da an deiner Stelle, Kevin, da ist mir der Weiß abgerissen. Ah, scheiße. So, was habe ich jetzt gefangen? Wieder Puma. Ich habe jetzt alleine für den, für, ich habe jetzt insgesamt, Kevin, ne? Ja. 990 TP. Da steht 173 mal, ne, 173 XP. Ja, das sind die Erfahrungspunkte. Sind ja, sind 990 TP. Heftig. Also ich krieg, der, ja, wenn ich ihn gefangen hab, den Fisch. Also ich krieg 990 TP für den Puma. Ja, guck mal, ich habe jetzt einen ganz normalen Spiegelkarpfen von 10 Kilo und hab 253 TP. Ja. Das wird ja schon reichen, wenn der Jens irgendwelche Karpfen rauszieht. Weißt du, ein Spiegelkarpfen von 10 Kilo gibt 253 Punkte. Muss ich mir was nachgucken.
Das müssen wir den Jens echt dahin verfrachten, wo wir früher geangelt haben in der Bucht, ey. Guck mal, ich werde mal irgendwie ein Netz verlassen und gucken, wie viel schon am TPH. Ansonsten gehen wir gleich mal zu der anderen Bucht, wo ich angefangen habe, mit Thomas hier auf der Karte zu angeln. Dann gehe ich mal mit dir dahin. Naja. Ich versuche aber nur zu helfen. Ja, ist ja super. 1210 habe ich jetzt. Ja, dann guck mal, ob du irgendwo einen größeren, also von der Zahl her, einen kleineren Haken kaufen kannst. Also irgendwie ab 10 abwärts irgendwo. Für Schlamm. Hier habe ich einen mit 8. 6. Schlamm wäre das Beste. Das Blöde ist, man muss sich da hinkaufen. Das ist das Blöde. Du kannst nicht das kaufen, was du willst. Du musst teilweise... Am 24.11.2018 läuft mein Abo ab, Björn. Also, wenn du, Jens, ich würde, wenn du im Shop bist, ne? Linke Seite oben, da habe ich zuerst gekauft. Da kriegst du hinterher die Turnus 10.000, die Rolle, da kriegst du gute Angeln und gute Rollen. Also da auch, kannst du auch die Haken gucken. Ja, also da ist jetzt zum Beispiel... Größe 8, 10. Ja, aber boah, Größe 8 ist schon mal besser als die Größe 10 oder 12. Ja, aber hör mal, Thomas, wenn er einen 8er Kieshaken auf Schlamm setzt, dann wird er auch nicht unbedingt was fangen. Doch. 10er habe ich auch die ganze Zeit auf Schlamm gesetzt. War auch ein Kieshaken? Ja. Ja, dann hol den 8er Haken. Scheiß auf Köder. Hol den 8er Haken, du hast Mais. Mais ist gut. Hol den 8er Haken. Und dann bist du schon mal wieder ein bisschen dichter dran. Wenn ich den Fisch raus habe, muss ich mal auf den Pott und dann gehen wir beide mal in die andere Bucht dahin. Dann zeige ich dir ein paar, zwei Hotspots, wo ich und Thomas früher so angefangen haben, auch ordentlich was rausgezogen haben. Dann kannst du drei Ruten reinsetzen. Ja, genau. Erhöht auch deine Chance. Wie gesagt, ich muss eben den Fisch rausholen, dann eben auf Toilette und dann gehe ich da mit dir hin. Irgendeiner hat hier Wels dran. Ich nicht, ich habe einen Karpfen dran. Der Klot wird dann sein. Der Klot hat einen dran, ne? Ja. Einen dicken. Ja, so ein schwarzer, ne? Oder ein brauner, aber das war hier eben, ne? Oder? Ja. Ja. Was ich ein bisschen, ich meine, das macht es da alles ein bisschen interessanter, dass du dich wirklich dahin kaufen musst und nicht einfach sagst, oh, das will ich haben und dann hast du es. Ich meine, wenn ich hier in meinen Standardangelladen gehe, ja, dann sage ich auch, pass auf, ich brauche das, das sammle ich ein im Regal und dann gehe ich zur Kasse. Also müsste hier auch so sein. So, ich bin mal eben auf Toilette, Jens, und dann machen wir gleich weiter. Ein Haken? Ein Vierer Schlammhaken. Ja, 4. Nee, das würde ich auch nie machen. Ich würde dafür. Jens, ich gebe für kein Spiel Geld aus. Dann dauert das halt ein bisschen was länger. Das ist ja auch nicht schlimm. Ja, habe ich gesehen.
abgerissen. Na scheiße. Ich will gleich schlafen. Ich bin müde. Ja. Ja. Ah, ich will gleich pennen gehen. So, wieder da. Ey Thomas, wir müssen mal wieder Formel 1 unsere Online-Meisterschaft weiter zocken, Mann. Das muss man auch nochmal machen, ey. So, Jens wieder da? Ich werde jetzt gleich schlafen gehen. Warum das denn? Weil ich müde bin. Ja, Pussy. Vielleicht habe ich nicht so gut wie ihr, den ganzen Tag zu Hause sitzen. Schwer arbeitende Volk. Na wo, du bist krankgeschrieben. Großer Knall kommt denn jetzt? So, wo bist du? Moment. So, jetzt bin ich auf der Karte. Ja, warte. Auf der Karte. Die obersten drei Spawnpunkte, ne? Mhm. Da nimmst du den mittleren von. So. Wo bist du da? Komm mit. Hier vorne, der Steg, da machst du dich breit, hier vorne. Kann seine Angel ausrüsten. Ne? Und dann habe ich immer hier in dieser Bucht, ne, in der großen. Mhm. So, ich werfe da mal eben eine hin, dass du das siehst. Entweder hier direkt vorne. Mhm. Oder. Warte. Ach, meine Angel hängt fest. Was ist das denn jetzt? Da, oder. Guck mal, wo der hinfliegt ungefähr. Da ist so eine kleine Bucht. Da, siehst du das? Mhm. So, da. Oder genau hier gegenüber ist so ein großer Felsen, so eine Felswand. Da. Ja, und da, die drei Spots, da haben wir immer gut gefangen. Ja, die Felswand probieren wir mal in Wasser. Ja, genau. Wie gesagt, dann hier kannst du mit drei angeln. Und hier habe ich mit Thomas auch wie so ein Bekloppter haben wir hier gesessen und geangelt. Ich probiere
Probieren wir nochmal aus hier an der Hausnummer. Du musst ein Stück weiter ranlaufen sonst. Wie gesagt, die haben wir halt echt gut gefangen, ne? Stehst du irgendwie beschissen, der muss nochmal machen sonst. Ich gehe jetzt raus, sobald der, wenn der Klot den Fisch gefangen hat. Ja. Gehst du pennen oder was? Nee. Ja, ich würde hinlegen, ey. Ich bin kaputt. Aber trotzdem bin ich müde, Kollege. Dann werden wir gleich aus der Lobby fliegen. Aber ich denke mal, dass ein neuer Host gesucht wird. Tja, der Müde ist müde, ne? Thomas, lass ihn den Fisch noch rausholen und dann kannst du rausgehen. Hat er die Punkte wenigstens noch eben. Ja, ich geh mal hingucken, was er da rausholt. Ja, ist ja egal. Aber es macht halt, es gibt halt Punkte, ne? Geld. Du wirst sowieso erstmal nur kleine rausholen, aber das macht nichts. Hallo. Brasse, ja, egal. Soll ich ihn raus? Ja. Ja, Horst wird gewechselt. Warte. 18.900 TP. Warst du pleite oder was? Ja. Okay, Björn, mach's gut. Na, den Cheater, den habe ich noch nicht gefangen. Aber wir fehlen jetzt da, wo wir jetzt waren, da Kevin, ne? Ja. Fehlt mir einmal noch der Hugo, das ist eine Brasse von 6,8 Kilo. Dann fehlt mir Fishy McFishface. Dann der Cheater und der Megalagadon. Dann habe ich alle Fische da gefangen. Alle Fische. Mir fehlt noch der Tinks oder Sings fehlt mir noch. Der Eloro Fatboy. Hermano. Katz. Ja. Cheater. Megalagadon und Mogwali irgendwie. Mein Katz habe ich auch, ich habe die fast alle, wie gesagt. Aber fehlen ja bei den anderen, hier von der Redok, da fehlen mir noch jede Menge. Ja, mir. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Bossfische fehlen mir da noch. Marmor Lake. Habe ich erst eingefangen. Marmor Lake? Ja. Ne, da habe ich gefangen hier Cattail 19,5. Ne, Marmor Farm meinst du, ne? Achso, da Marmor Lake, ja, ja. Ja. Da habe ich nur Two Town. Dann habe ich den Crispied gefangen und dann habe ich einen Wels gefangen, den Cabot Park Wels, 11 Kilo. Okay. Ja, und bei Leccador habe ich ja gefangen den Zeppelin 20,9, dann Carbet 19,42, dann den Glen Dixie mit 28,44, Phantomas 17,73 und dann ja die beiden Wälze, einmal Slapfin 46,31 und Old Twin Bird Welt 57,28. Da habe ich nur auf dem
Keuterkarpfen sind wir da unter diesen Lelaktor, ne? Ja. Da habe ich nur Mispris, das ist erste Seite unten links, ein Karpfen. Ja. Spiegelkarpfen und dann habe ich noch Schissart. Schissart irgendwie so, mit auch ein Geistkarpfen. So, was mache ich jetzt mit dem Angelshop nochmal rein, wo ich rausgehe. Ich wollte noch ein paar Spuren kaufen, dann kaufe ich noch ein paar Angeln.